Wir können ja jetzt die ganze Zeit quasi im ersten oder zweiten Gang fahren. Selbst mit 50, ja. 60, 70, 80, gar kein Problem. Wie kann das denn sein? Also mit meinem neuen Baujahr 2015 muss ich ja doch dauernd schalten, sage ich mal. Also der Motor war nicht sehr elastisch. Also er hat seine beste Leistung über einen schmalen Drehzahlbereich nur. Deswegen hat man das Getriebe so abgestimmt, dass man im Prinzip im zweiten Gang, der hat ja drei Vorwärtsgänge, dass man im zweiten Gang anfahren kann und dann bleibt man in der Stadt bis 70, 80 kann man im zweiten Gang bleiben. Und das ganze Getriebe ist ausgelegt als eine Halbautomatik. Das heißt, das Getriebe kuppelt von selbst, sobald man beginnt mit dem Schalthebel da rumzurühren. Und Vollautomatik war da noch nicht so angesagt? Ja, nicht in Deutschland. In Amerika fahren die Autos schon seit 100 Jahren mit Automatik, ja. Mit einer Vollautomatik.